Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge MechWarrior 5 Clans. Wie beim letzten Mal gesagt, wir machen eine unserer drei Missionen weiter. Ich würde sagen, wir nehmen die wenigste Tonnage hat. 365, 375, 355 Tonnen. Mal schauen, was das Mission Briefing bringt. Indicated a high-ranking militia leader has fled to a fortified base, resting on a large pocket of farmland. I dispatch Shadow Binary, led by Star Captain Adam Bess, to verify this information. And cut the head off the snake should a target of opportunity present itself. Shadow Binary is now reporting heavy resistance. Their forces are pinned down. They failed to meet the grade. We will do better. That is what Shadow One said. Do not let your ambitions get the better of you, or you will find yourself overseeing salvage cleanup for more competent warriors. Understood. I am assigning you as a response force. Drop into the AO and find out the status of the situation. If you have an opportunity to destroy key militia targets, take it. The safety of Shadow Binary is secondary to our main objectives. They had their chance. If key militia assets are in the field, we have a chance to end this obnoxious resistance to our rightful rule of this system. See that it is done, Star Commander. Ja, auf geht's. 15 Tonnen drunter, 15 Tonnen drunter ist nicht schlimm. Gut, natürlich gehen wir jetzt noch ein paar Timberwolves kaufen. Schöne Max. Condor 255, Flight Ops. You are cleared into the AO with vectoring at your discretion. Be advised, enemy anti-air and hostile ground forces near the LZ. Copy, Ops. Acknowledge enemy activity is stated. Advancing under fire. Toss right into the fire. Nothing we have not seen before. Yeah, just like old Ibrahim's hot drop regiments on Huntress. At least he's not around to beat you if you take too many hits. You would be dead. Back. Get your heads in the game, kids. Oh. This is for real. Hostile detected. We are on your targets. One enemy mech down. Target. Ein paar Raketen für den kleinen Locust. Und noch mehr Raketen für den kleinen Locust. Zack, holt euch mal den Phoenix Hawk. Sehr gut. Mal da, Dragon. Hostile engaged. Incoming. Holt den Dragon. Zack. Star Commander Travers Star is trapped behind their sealed gate. Signals are still green, but I cannot reach them on comms. Must be trapped in a dead zone. Holen wir uns erstmal den Catapult schön aus der Entfernung. Jägermech. Viel Firepower, wenig Armor. Zack, der ist auch weg. Gucken wir mal, dass wir da hinten zu der Artillery kommen und die vielleicht ausschalten können.
Gleiche Problem vom Jägermech hat der Rifleman auch. Ordentlich Firepower, wenig Armor. Gut. Sind zu weit hinten. Da komme ich gerade nicht dran. Dervish hat mehr Firepower. Den weg. Los. Sehr gut. Oh. Dervish wegmachen. Nicht direkt zu sehen. Kann ich noch nicht drauf schießen? Jetzt kann ich drauf schießen. Sehr gut. Auch weg, sehr gut. Double SM6 Scorpion. Da ist noch ein kleiner Mech. Sehr gut. Da müssen wir auch. Oh, ich häng fest. So, mir nach. Naomi ist doch auf 100%. Nice. Alles wird später noch. Mechs, ein paar Ground Vehicles. Der Igor ist weg. Sehr gut. Ihr holt euch mal eben da den Hunchback. Ich sag mal eben den Vulcan hallo. Laufen? Gar nicht. Artillery weg. Den einmal weg. Der ist auch weg. Da könnte es gleich noch ein bisschen weitergehen. Schauen wir mal, was noch so kommt. Das war gut. We have a clear path to the gate. Moving there now, Jaguar 1. Aff. Shadow Star. Draw any hostiles away from Cobalt while they breach the gate. Ja, Ammo wegmachen hier. Is anyone reading us? This is Star Commander Travers. This is Cobalt 1. I read you. What is your status? These Surats have us under heavy fire. Wie komme ich zu der Ammo? Warum? Dann ja, okay.
Nee. Schön hier unten geblieben. Jetzt dürft ihr euch den holen. Okay. Zweimal noch, dann wartet mit der Ammo. Einmal noch, dann wartet mit der Ammo. So steht der da nur rum. Tut er nicht. Den auch weg. Gut. Alle folgen bitte. Gehen wir erstmal hier hoch. Sind Ammo resupplied. Sehr gut. Da unten haben wir bestimmt auch nochmal. Was zum Scan? Zwei Scan, ein Scan. Der zwei Scan wird für die große Tür sein. Für das Tor. Wir machen erstmal den weg. Holen uns jetzt Salvage. Können wir hier in Ruhe das Tor öffnen. Champion. Rockets away, ne Missiles. Sehr gut. Signatures north of you and a Union dropship spooling up for launch. Okay. The target leader is on the ground. He is making a break for it. Af, range to the mark point and disrupt that launch. Understood. Advancing. If the militia keeps it up, no one on this world will have a home left. Fear is driving them to fight. They know what happened on Edo. Then they better surrender. Because I will not sit back and let the other units take the glory from us. We just need to keep executing out here, and Command will trust us to play a big role in this invasion. So. Oh. Wollen wir mal gucken, ob die einfach zum Scannen war, ne? So. Da haben wir doch schon mal wieder Cicada. Kleine Scout Mac. Ich möchte ehrlich gesagt ungern da unten durch diese schmale Ding gehen.
Wir gehen lieber ein ganz klein bisschen weiter außen rum. Mehr Platz, bessere Sicht. Und da schießt nämlich schon was. Oh, da ist schon wieder Ammo. Nice. The dropship is launching out, Cobalt One. Damn it, we allowed it to slip through. Neg, Clan Watch is tracking us. Your focus is the remaining militia forces. Clear them out. Not a problem. These spheroids are outclassed. At least against us. Watch yourself, Cobalt One. You might find yourself needing power. Watch closely, Travers, and witness what it means to get the job done out here. Back. Wieder Ammo mitnehmen, Jack mitnehmen und jetzt. Und wir uns erstmal um die gedroppt. Da hat irgendwas an meinen Ohren vorbeigeschossen gerade. Und tschüss, das waren die Bomber. Charger. Der Crusader hier, ha? Enemy destroyed. Sehr gut. Oh! Ah. Kaboom! Nicht in die. Ah, da, guck mal, da kommt noch mehr! Nachschub! Ein Cataphract konnte ich erkennen. Ein Atlas. Firestarter. Wir fangen mit dem kleinen Zeug mal an. Nein, hier geblieben, hier geblieben. Deswegen. Au. Ey, nie ins Gesicht. Ihr zwei weg da. Wir wollen nicht in den Nahkampf mit einem Atlas gehen. Und jetzt alle. Ah! Zu heiß! So. AO ist clear, Star Colonel. What a mess. I do not even know where to start. You showed well, Cobalt One. You certainly followed through on your word. I need you elsewhere.
So advance to the extraction zone. Shadow Binary can clean up after themselves. Aff. Think they'll find anything of value? Who knows? Regardless, we did well here. Our codices will show that our star finished what an entire binary could not. Yeah. Unfair. They did clear a way for us. Irrelevant. The Jaguars value results, and those that can know their own limits. Shadow Binary thought themselves above their opponents, and now will carry that mistake with them wherever they go. We should never fall to complacency, regardless of how inferior we think the enemy is, or we risk a similar fate. Standing by for extract, Jaguar One. Ja, nice. Das war doch. Das lief doch ziemlich gut. Ja, okay. Einer hat natürlich mal wieder ein Teilchen verloren. Oh, von 11 auf 12, da brauchen wir aber richtig viel Experience tatsächlich. Mit zwei Missionen. Damit man auch ja nicht die großen Mechs zu schnell freischaltet. Ah, der hat noch ein bisschen mehr gekriegt. Na? So. Alles claimen, 100 Notifications, wir haben ganz viele Sachen freigeschaltet, Facilities, Science Lab, Chassis Milestones, der Hellbringer hat 5 Milestones, Vehicle Kills, Timberwolf hat Heavy Mech Kills freigeschaltet, sehr schön. Ja, was war denn nochmal der nächste Battlemech, der kommen würde? Warhawk. Okay, dass wir den nicht so schnell freischalten. Ach, nachvollziehbar. Kommen wir halt in den Assault-Bereich. Warhawk, Executioner und Direwolf. Warhawk werde ich definitiv auch was nutzen. Direwolf werde ich auf jeden Fall benutzen. Aber was wir benutzen, was wir nicht benutzen und wie das hier weitergeht, hat der Vater beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.